Es heißt natürlich, es bleibt spannend im Titelkampf. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Messi Coach to Glory. Und es ist die letzte, vielleicht auch vorletzte Episode dieser Saison, der ersten Saison bei Barcelona. Wir haben noch 5 Spiele in La Liga. Wir sind in der Pole Position, weil Villarreal völlig unerwartet zweimal gepatzt hat. Und jetzt haben wir 4 Punkte auf Villarreal und 2 Punkte auf Real Madrid. Das heißt, wir haben wirklich alles selber in der Hand, um hier Meister zu werden in unserer ersten Saison, wie gesagt. Dazu kommt dann auch noch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon. Da ist noch alles offen, Hinspiel ging 0-0 aus. Also geht es jetzt im Rückspiel einfach um alles. Es geht um den Einzug ins Finale und da erwartet dann entweder Manchester United oder Atletico Madrid. Das heißt, es ist viel zu tun in dieser Episode, viel Liga und natürlich, wie gesagt, dieses Spiel hier in der Champions League. Und dann wollen wir doch direkt mal reinstarten. Und das dann auch noch gegen unsere alte Liebe, gegen Rayo Vallecano. Es war auch das erste Spiel in dieser Saison und es ist jetzt das erste in dieser Episode. Und ich möchte ja eigentlich nicht unbedingt jedes Mal gegen Vallecano gewinnen, aber es muss halt sein, wir müssen ihnen die Punkte wegnehmen, wir dürfen nicht stolpern, weil das wäre natürlich richtig unpraktisch. Was mir das Ganze natürlich einfacher macht, ist, dass nur noch 2 Jungs da sind, oder nee, 3 Jungs da sind, die ich zu Rayo Vallecano geholt habe oder zumindest mal dort trainiert habe. Catenia, Suarez und Williams sind noch da. Der Rest ist ein Mix aus Talenten und alten Spielern, aber alles davon Neuzugänge. Bei uns die absolute Top 11. Wir müssen natürlich auf Frenkie de Jong verzichten. Der ist immer noch verletzt und er wird auch diese komplette Episode verletzt bleiben. Also Mike Rocker in die Mannschaft, Neves nach vorne. Und ich würde sagen, wir gehen ab in die Partie. Es sind immer die Leute, die man am liebsten hat. Nico Williams packt hier aus dem Nichts einen Doppelpack aus. Die hatten nur eine Chance. Wir haben die 2 Tore gemacht. Also diese Spiele hatten wir schon gewonnen. 2-0 vorne in Darwin und Ansu Fati. Und dann kommt Nico Williams. Mein erster Einkauf, glaube ich, war das in dieser Karriere. Also damals in der ersten Saison kam er direkt noch zu uns, zu Rayo Vallecano. Ist seitdem nicht gegangen, auch wenn wir ihn verlassen haben. Und jetzt rächt er sich. Und macht hier den Doppelpack und reißt uns hier die sicher geglaubten 3 Punkte aus der Hand. Da haben dann auch die Wechsel danach nichts mehr gebracht. Es heißt natürlich, es bleibt spannend im Titelkampf. Wir gucken mal. Es ist noch gut gegangen. Real Madrid kommt nur auf punktgleich. Macht natürlich auch Sinn, weil ich meine, sie waren ja 2 Punkte hinter uns. Wenn wir dann 1 Punkt holen, sie gewinnen, dann sind wir punktgleich. Aber Villarreal patzt schon wieder, habe ich gerade noch gesehen. Atletico Madrid gewinnt in Villarreal oder bei Villarreal, ich weiß es gerade gar nicht. Also die sind jetzt fast raus aus dem Titelkampf. Aber Real Madrid ist jetzt punktgleich mit uns. Also das wird hier wirklich extrem spannend jetzt in diesen letzten Spielen. Was ich euch noch sagen kann, ist entweder in der nächsten oder falls wir ins Champions League Finale kommen, in der übernächsten Episode geht die WM mit Argentinien los. Da mache ich natürlich so extra Videos draus, also ein Video für die Gruppenphase und falls wir dann weiterkommen, natürlich noch eins für die K.O.-Phase. Dann muss ich halt für die neue Saison so ein bisschen hin und her aufnehmen. Also, dass ich dann so ein paar Sachen, wenn es dann in die neue Saison schon übergeht, natürlich aufnehme an ein paar verschiedenen Tagen. Ich glaube trotzdem, dass es ziemlich gut wird und vor allem habe ich richtig Bock auf dieses WM-Turnier. Da müssen wir jetzt dann bald den Kader abgeben und ich weiß natürlich auch ganz genau, wer da unsere Superstars sein werden. Jetzt dürfen wir uns aber davon nicht ablenken lassen. Jetzt kommt erstmal hier das erste Controller-Spiel in dieser Episode. Und zwar das Rückspiel im Halbfinale gegen Olympique Lyon. Und Guardiola möchte spielen, das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Wie sieht es denn um Kimpembe aus? Eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Also er hat 100% Fitness. Aber wenn Guardiola sich das so zutraut, dann möchte ich Guardiola auch spielen lassen. Das dürfte kein zu großer Fehler sein. Dazu kommt noch, dass ich Neves nach hinten ziehe und Pablo Gavi spielen möchte. Aber ansonsten natürlich unsere Top 11. Ich ändere noch das Trikot und dann sehen wir uns in der Partie. Und wir müssen uns anscheinend vor Charles de Ketteler in Acht nehmen. Er ist der Top-Torschütze der Champions League. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Ndao noch nicht genug Spiele gemacht hat.
Aber ja, wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf die Offensive von Lyon. Im Hinspiel hat das gut geklappt, da haben wir zu 0 gespielt, haben natürlich aber selber auch nicht getroffen und mit Ndao leider einen Elfmeter verschossen in der Simulation. Aber jetzt müssen wir mal gucken. So eine Dreierkette liegt uns häufig, aber es kann natürlich auch gefährlich werden. Und hier ist direkt Gavi mit dem ersten gewonnenen Zweikampf das, was wir sehen wollen von unserem Youngster. Und dann geht's mal in die andere Richtung. Ansu Fati mit der ersten Flanke in die Mitte. Joseph Ndao kommt da leider noch nicht dran. Sonst hätte das hier die erste Möglichkeit geben können. Jetzt Sulemana. Über außen mit der Flanke in die Mitte auf Valentino Lazaro. Der kommt dann nicht dran, aber der Ball landet bei Gallagher. Fati aber mit super Gegenpressing. Ndao jetzt mit einem ganz langen Ball auf Ferran Torres. Und das muss die erste Möglichkeit für uns werden. Ferran Torres schneller als Senesi. Jetzt mit der Flanke an den zweiten Pfosten. Fati läuft vorbei. Der Ball landet bei Gavi. Gavi nimmt den Halbvolley und trifft. Das ist der perfekte Start in die Partie. Pablo Gavi nimmt den zweiten Ball und schweißt ihn unten links rein und rechtfertigt direkt mal seine Aufstellung. Da dachte ich, mit der Flanke haben wir die Chance wieder vertan, aber dann kommt Gavi und nimmt den unglaublich gut. Also hier mit der Brust runtergenommen, mit dem Gesicht nochmal berührt, damit er so perfekt vor ihm aufkommt und dann per Dropkick unten links ins Eck. Also das ist richtig geil, das Tor. Und da weiß ich auch ganz genau, dass ich das euch gespoilt habe mit einem richtig fetten Drop. Aber das muss manchmal sein. Manchmal will ich es auch nicht spoilen, sondern ich möchte, dass alle hingucken. Weil ich kenne das von mir selber. Ich gucke manchmal Videos einfach nur nebenher. Und wenn ich dann den Beatdrop höre oder den Ansatz zum Beatdrop, dann möchte ich natürlich sehen, was das für ein Tor ist. Und wenn es dann auch noch ein gutes Tor ist, dann ist das meistens die Erklärung, warum ich es so mache. Also nur damit ihr Bescheid wisst, ich möchte euch das nicht absichtlich irgendwie böswillig spoilern, sondern ich will nur, dass ihr es auch seht. Also heute verspringen aber auch richtig viele Bälle, also sehr viele Ballverluste sind einfach nur, weil irgendjemand der Ball verspringt und jetzt steht, ich weiß gerade gar nicht wer, komplett frei vorm Tor. Aber Ter Stegen hält das Ganze nochmal. Boah, jetzt hat die Grätsche überhaupt nicht gesessen. De Ketelaere mit dem Ball in die Mitte. Wieder Ter Stegen, Weltklasse-Parade, macht sich da groß. Boah, böses Foul da hinten gegen Ferran Torres. Wir hatten aber den Ball noch und holen uns eine Ecke raus. Also das muss eigentlich im Nachhinein gelb geben, tut es aber gar nicht. Wir sind einfach nur hinten reingegrätscht. Und jetzt ist dann auch schon gleich Halbzeit. Wir können mal gucken, vielleicht kriegen wir das Ergebnis hier noch erhöht mit einer guten Ecke. Die wird verlängert von Ndao, der Ball landet nochmal bei Gavi. Gavi aus der Distanz, das nächste Traumtor. Gavi war heute die perfekte Wahl für diese Achterposition. Was der da aus dem Rückraum draufknüppelt heute, ist unfassbar gut. Also was passiert hier? Der zweite Ball, der irgendwie geklärt wird und Gavi steht einfach wieder goldrichtig. Diesmal nimmt er anstatt links unten rechts oben, aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Ein wunderschönes Tor von Gavi mit der Nummer 30 bei uns. Der könnte uns hier als unser Youngster ins Finale schießen. Das ist jetzt nämlich eine Riesenhypothek für Olympique Lyon, mit 2:0 in die Pause zu gehen. Das frisst jetzt am Ego. Vor allem, weil man muss einfach sagen, sie hatten die besseren Chancen. Sie haben sich oft freigespielt, also jetzt nicht ultra oft, aber halt schon öfter als wir. Wir schießen einfach zweimal aus dem Rückraum, haben 0,1 erwartete Tore und schießen da zwei damit. Also da muss man auch mal sagen, ein bisschen glücklich das Ergebnis, aber mich freut es natürlich. Oh, da ist der Kette, der ist ziemlich frei. Da habe ich nochmal Raucho angewählt bekommen, deswegen kam der Pass nicht. Aber wir müssen trotzdem noch aufpassen. Sie machen den Umweg über Lazaro. Und Maldonado mit einem guten Zweikampf sorgt dafür, dass es hier nicht gefährlich wird vor Ter Stegen. Und dann kontern wir natürlich mit Ansu Fati auf Ndao. Das sind zwei überragende Laufwege gewesen. Und jetzt Joseph Ndao mit dem 13:0. Und das ist die Vorentscheidung, würde ich behaupten. 60. Minute. Wir führen mit 3:0. Es ist super glücklich, wie es passiert ist. Aber dieses Mal konnte natürlich auch niemand was dagegen machen. Wenn Ndao da einmal ins Rollen kommt, dann kommt da keiner mehr dran. Und Safonov im Tor auch machtlos gegen den Schuss. Und heute zeigt sich einfach die komplette individuelle Klasse, die wir da aufs Feld bringen. Gavi von der Bank gekommen mit zwei absoluten Traumtoren. Dann die Kombination hier. Einen Konter, der eigentlich nur von Ansu Fati und Ndao zusammen gemacht wurde. Aber halt richtig gut. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, eieiei, wie war das denn kein Foul, ist die individuelle Klasse von Ter Stegen. Der hält heute richtig, richtig gut. Und bei uns gibt es zwei Wechsel. Der Man of the Match, Gavi, geht vom Feld und dafür kommt Mike Rocker, also die defensivere Variante. Und Ansu Fati kriegt einen Verschnaufer und dafür kommt Gabriel Jesus auf den linken Flügel.
Und jetzt ist natürlich offen hinten. Lyon schmeißt alles nach vorne. Deshalb gut Platz zum Kontern. Und am Ende legen wir nochmal rüber mit Joseph Ndaw. Das war eigentlich eine Ballrolle, an die Ndaw einfach nicht mehr drankommt. Und dann sagt Gabriel Jesus, dann übernehme ich das Ganze halt. Hat er sich auch verdient. Ich meine, er war auch der, der den Sprint angesetzt hat und den Ball auf Ndaw durchgespielt hat. Und hier sehen wir es nochmal. Es ist ein bisschen kurios, wie es gefallen ist. Aber ja, er legt ihn einfach vorbei. Wollte ihn gar nicht rüberpassen. Aber Gabriel Jesus sagt danke. Und spätestens jetzt ist natürlich klar, wir sind im Finale der Champions League. Das heißt, in der nächsten Episode gibt es mal wieder ein Final-Special. Uff. Ja, das war ein Rückpass. Kein Schuss. Alles gut, Marc-André Ter Stegen. Alles gut. Krasser Schuss gerade. Es gibt ein Final-Special als nächste Episode. Das heißt, es ist dann, glaube ich, der Mittwoch. Der Mittwoch müsste es sein. Ich nehme gerade ein bisschen vorher auf, weil ich in den nächsten Wochen ein bisschen unterwegs sein werde. Deswegen weiß ich nicht immer 100%, für welchen Tag ich gerade aufnehme. Aber ich glaube, es ist der Mittwoch. Und da wird es dann ein Final-Special geben für euch mit dem Champions-League-Finale gegen entweder Atletico oder Manchester United. Wir gucken es uns gleich mal an zusammen. Und es ist ein spanisches Finale. Es ist Atletico Madrid. Die setzen sich im Rückspiel 4:2 in Manchester durch. Ich hätte mir ehrlich gesagt Manchester gewünscht, aber mit Atletico kann ich auf jeden Fall auch leben. Es ist natürlich auch ein gutes Team und es wird bestimmt ein sehr geiles Finale. Wie gesagt, das gibt's dann am Mittwoch. Jetzt gibt's aber erstmal noch diese La Liga-Saison beendet. Punktgleich mit Real Madrid, 4 Spiele noch to go und davon 3 in der Simulation, 1 am Controller. Ich weiß noch gar nicht, wo ich reinspringen möchte. Natürlich am liebsten da, wo es die Chance auf den Titel gibt. Aber dafür müssen wir jetzt halt erstmal die 1, 2 oder 3 Spiele, die es jetzt davor gibt, noch gewinnen. Und da ist der erste Gegner Cadiz und die sind 15. Ich musste ein bisschen durchrotieren. Vor allem die rechte Seite, Jesus Calderon komplett neu drin. Tomiyasu und Miranda auch noch dabei. Kimpembe natürlich eigentlich Top 11, aber kommt natürlich jetzt für Guardiola im Vergleich zur letzten Partie. Ndaw muss da vorne durch. Der ist zu wichtig, um ihn rauszunehmen. Und wir gucken mal, hoffentlich holen wir uns 3 Punkte jetzt. Und am Tag der Doppelpacker holen wir uns die 3 Punkte. 4:2 gewinnen wir insgesamt. Ansu Fati mit einem Doppelpack. Gabriel Jesus macht 2 Tore. Und Salem auf der anderen Seite war auch für 2 Tore zuständig. Wir haben einfach unseren Job gemacht. Und das kann jetzt gerne so weitergehen. Vor allem, weil Real Madrid gepatzt hat, haben gegen Valencia anscheinend nur unentschieden gespielt. Das heißt, wir können in der nächsten Partie bei Sieg von uns und natürlich Niederlage von Real Madrid auf 5 Punkte weg bei 2 Spielen zu gehen. Das sind natürlich aber alles Gedanken, auf die sollten wir gar nicht erst kommen. Aber Madrid patzt wieder und wir spielen gegen den 20. Wir können auch 4 Punkte wegziehen und das wäre dann fast schon die Entscheidung. Also Top 11 nur Gavi für Rocker und ab damit würde ich sagen. Ich meine, wenn wir gegen den 20. zu Hause mit unserer Top 11 keine 3 Punkte holen, dann weiß ich auch nicht, ob wir den Titel unbedingt wollen. Am Ende so ein bisschen spannender gemacht, als es nötig war, aber irgendwie mögen wir das 4:2 heute. Ndaw macht, glaube ich, einen Doppelpack. Genau, Gavi verletzt sich leider in der ersten Halbzeit. Müssen wir mal gucken, was da passiert ist. Ist mir gar nicht erst so richtig aufgefallen. Erst in der Halbzeit dann, da habe ich ihn natürlich direkt ausgewechselt. Und wir gucken einfach mal zusammen. Und die E-Mail sagt, 4 Wochen, das ist unpraktisch. Das heißt nämlich, für Pablo Gavi ist genau wie für Frenkie de Jong die Saison leider beendet. Also er wird heute nicht mehr zum Einsatz kommen in diesem Video. Und er wird auch im Finale in der nächsten Episode nicht zum Einsatz kommen. Das ist ein bisschen bitter, weil ich hätte wirklich auf ihn gesetzt, glaube ich. Aber wie dem auch sei, wir machen weiter. Wir spielen jetzt das wahrscheinlich entscheidende Spiel gegen Real Sociedad.
Es ist der beste Gegner, der noch übrig ist in dieser Saison. Sie sind auf Tabellenplatz 4 und wenn wir gewinnen, sind wir Meister und kriegen wahrscheinlich auch den Titel, obwohl wir nicht zu Hause spielen. Also vielleicht muss ich dann im letzten Spiel nochmal von der Bank aus oder von der Simulation aus reinspringen, damit wir da den Titel bekommen. Aber wir gucken erstmal. Dafür müssen wir auch erstmal gewinnen, das ist ja das Wichtige jetzt. Also nehmen wir dafür natürlich unsere Top 11. Es sieht einfach jedes Mal geil aus, wenn Fatih, Endao und Torres da vorne drin stehen und alle mit ihrer 90. Es ist schon ziemlich gut. Und Ter Stegen bleibt der Kapitän, ist natürlich Kapitän Nummer 2 gewesen hinter Frenkie de Jong. Der ist jetzt nicht dabei, also Ter Stegen. Und ich bin mal gespannt, was das wird. Real Sociedad, wie gesagt, ein ziemlich guter Gegner. Auch wenn sie nicht auf dem Level von den Top 3, also Villarreal, Real Madrid und uns natürlich sind dieses Jahr. Aber da sind schon gute Jungs dabei. Och nee. Och, diese zwei Jungs, die da im Mittelkreis oder am Mittelkreis stehen, die kriegst du halt nicht weg. Du kannst das Spiel so oft neu starten, wie du möchtest. Sie werden nicht verschwinden. Als ob es den Bug immer noch gibt. Das gibt es nicht. Also, das ist wirklich wieder bodenlos von EA. Einfach bodenlos. Ja, wir überbrücken einfach immer schnell das Mittelfeld. Dann müssen wir sie nicht so oft sehen oder gehen viel über die rechte Seite. Wie zum Beispiel jetzt mit Pedri. Der mit dem Ball in die Mitte, dann Torres, dann Fatih und dann Latte. Ich dachte, wir machen hier ganz entspannt das 1-0 mit einer guten Kombination. Aber Fatih knüppelt ein bisschen zu arg drauf. Stark, weitergelegt von Ansu Fati. Dann in die Mitte, da ist Ferran Torres das nächste Mal Aluminium. Das gibt es doch nicht. Pedri befreit sich da richtig gut und gibt den Ball ab auf Ansu Fati. Was ein traumhafter Ball und Ansu Fati bleibt cool vorm Tor. Pedri mit einem Weltklasse-Assist. Also wirklich, das war sehr, sehr stark. Dieser Ball perfekt in den Lauf. Und Ansu Fati wartet so lang, wie er nur kann. Und legt ihn dann an Livakovic vorbei. Der kann da nichts mehr machen. Richtig starke Aktion. Und für Fati ist es halt auch das 26. Tor in 34 Partien. Also Endao hat hier wirklich kranke Unterstützung von seinen Flügelstürmern. Jetzt Sociedad mit Calvin Phillips. Und Neres, glaube ich, ist es. Oh, mir ist gerade aufgefallen. Ich glaube, der Verteidiger ist Gaston Avila. Das ist natürlich dann der, den wir zu Rayo Vallecano geholt haben. Muss ich gleich mal in der Halbzeit gucken. Jetzt müssen wir erstmal diese Ecke noch überstehen, aber das sollte kein Problem sein. Kimpembe, jo, okay, Ruben Neves hätte den schon gerne mal auch annehmen können. Dann wäre das Ding hier erledigt gewesen und die Halbzeit vorbei. So, gibt es jetzt nochmal eine Chance und einen Pfostentreffer von Sociedad. Einfach nur, weil Neves dachte, wir spielen mal noch ein bisschen weiter. Und Tatsache, es ist Gaston Avila, der da neben Niklas Süle spielt. Es ist schon cool zu sehen, dass viele von den Rayo Vallecano-Spielern auch in Spanien geblieben sind. Also in Teca ist er zum Beispiel auch zu Sevilla. Ich meine, wir haben jetzt drei noch dabei mit Endao, Mafio und Marc Roca natürlich. Aber ist schon cool. Man muss aber leider auch so ein bisschen sagen, von uns kam ziemlich, ziemlich wenig in letzter Zeit. Also in der zweiten Halbzeit noch gar nichts und auch in der ersten Halbzeit war ja am Ende schon eher Sociedad am Drücker. Und das ändert sich hier überhaupt nicht und das ist natürlich nicht gut für uns. Wir haben nur ein Tor Vorsprung und das sollten wir irgendwie über die Zeit retten können. Und wir brauchen irgendwie neue Impulse. Ferran Torres und Ruben Neves haben fertig für heute. Gabriel Jesus und Paul Pogba kommen rein. Vielleicht auch das letzte Mal, dass ihr Paul Pogba in einem Barca-Trikot seht. Sein Vertrag läuft ja aus und wir werden ihn nicht verlängern. Da ist ja gar keiner dran gegangen. Und da ist der erste Super Sub. Gabriel Jesus allein auf weiter Flur. Kann hier alles klar machen mit dem Lupfer. Kriegt das nicht hin. Der doppelte Abpraller. Und dann blockt auch noch Gabriel Jesus den Schuss von Joseph Endao. Das hätte die Entscheidung sein müssen. Das hätte Meisterschaft sein können. Jetzt muss wirklich alles gegen den Ball stimmen. Weil wir können hier mit diesem 1-0 Meister werden. Wir können wirklich Meister werden, wenn wir uns jetzt nicht mehr richtig dumm anstellen. Und da ist nochmal Pedri. Gibt nochmal ab auf Paul Pogba. Pogba in seinem letzten Einsatz nochmal mit dem Ball rüber auf Ansu Fati. Der verliert fast den Ball. Ansu Fati, Ball in die Mitte. Joseph Endao. Das ist die Entscheidung. Das ist die Meisterschaft in der ersten Saison bei Barcelona. Und natürlich macht Joseph Endao hier den Deckel drauf. Es konnte kein anderer sein. Vielleicht war ich auch deshalb so verspielt mit Gabriel Jesus. Es muss von Joseph Endao kommen, dieses entscheidende Tor. Oder besser gesagt, das Tor, das den Deckel dann eben zumacht, wie gesagt. Es ist ja nicht die Entscheidung, 1-0 hätte es auch getan. Aber das 2-0, wie gesagt, das macht hier den Schlussstrich.
unter eine überragende La Liga-Saison, wie wir da zurückgekommen sind und dann trotz diesem Rückschlag gegen Villarreal nochmal, okay, mit ein bisschen Schützenhilfe, aber trotzdem nochmal zurückgekommen sind, die Tabellenspitze erobert haben und dann mit unserer überragenden Offensive einfach die Liga kurz und klein geschossen haben. Und das ist einfach passend. Ansu Fati macht das 1-0, Endao das 2-0. Das waren einfach die zwei Spieler, die unsere Offensive nochmal komplett auf ein anderes Level getragen haben. Das kann man nicht anders sagen. Und ich bin jetzt gespannt, ob dieser Mann heute schon die Trophäe in die Lüfte strecken kann. Meistens ist es ja beim ersten Heimspiel, wo es dann möglich ist, den Titel zu gewinnen oder wo man dann den Titel gewinnt. Da ist es dann meistens so, dass der Titel kommt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es jetzt so ist, weil dann muss ich später nicht nochmal ins Spiel rein. Kann es vielleicht sogar eine Schnellsimulation machen, wenn es so unwichtig ist. Aber wir müssen jetzt mal gucken. Und es ist leider keine Trophäe für uns da. Also wir müssen nochmal ins letzte Spiel. Natürlich aber ordentlich durchrotiert. Ter Stegen wird drin bleiben als Kapitän, damit er dann auch den Titel übernehmen kann. Und ich würde sagen, da sehen wir uns einfach mal. Ich habe gelogen. Wir sehen uns vorher nochmal hier, argentinische Nationalmannschaft. Wir müssen den Kader bekannt geben. Und ich denke, das wird relativ easy gehen. Einfach auf OK klicken. Wir können ja mal nochmal durchgucken. Also wir haben zwei Torhüter, mehr brauchen wir nicht. Wir haben Innenverteidiger Duo Nummer 1 mit Romero und Martinez. Nummer 2 mit Senesi und Segura. Und dann zweimal Rechtsverteidiger, zweimal Linksverteidiger. Da sind wir also gut besetzt. Im Mittelfeld ist es halt so ein bisschen unausgewogen, finde ich. Also das Starting-Mittelfeld wird wahrscheinlich sein Dominguez auf der 6. Oder zumindest auf der defensiveren Achterposition, De Paul und Lo Celso oder eben De Paul und Almada, je nach Gegner. Wenn es ein schwacher Gegner ist, können wir da Almada auf jeden Fall reinbringen. Ansonsten hätten wir noch Palacios und Dani Sanchez, wenn es mal ein richtig starker Gegner ist und wir Defensive brauchen. Ansonsten gucken wir nach vorne, Pascual natürlich auf dem linken Flügel, die Balle auf dem rechten und vorne drin Lautaro Martinez und dann als zweite Reihe Alvarez auf rechts. Alvarez auf links, glaube ich. Der andere Alvarez auf rechts und Farias vorne drin oder eben Nico Gonzalez als Waffe für alle Positionen. Und ich finde, damit sind wir gut aufgestellt und mehr brauchen wir auch gar nicht. Also klicke ich jetzt auf Mannschaft absenden und das ist der Kader für die WM, die es dann in zwei Episoden gibt. So, jetzt aber, wir sind hier angekommen und das wird die Aufstellung fürs letzte Spiel. Eigentlich komplett durchrotiert. Ich will einfach nur noch Endao dieses Mal den letzten Spieltag gönnen. Warte, dann kann er sich verletzen, das ist ja völlig bescheuert. Ich gönne ihm den gar nicht, also zu gar keinem Prozent. Also das war eine absolut dumme Idee, ist mir gerade aufgefallen. Also auf gar keinen Fall spielt denn da vorne drin. Wenn der sich jetzt verletzt, dann sehe ich ja richtig dumm aus. Wollte gerade sagen, jetzt wo kein Spiel mehr danach ist, kann er nochmal spielen und einfach nochmal ein Tor machen. Aber es ist noch ein Spiel danach und es ist ein sehr wichtiges Spiel. Also ihr seht die Mannschaft komplett durchrotiert. Ich simuliere jetzt mal bis zur 85. oder sowas und springe dann rein, damit wir dann eben auch den Titel bekommen. So, und da sind wir. 4 Minuten vor Schluss, 3 Minuten vor Schluss ungefähr, springen wir dann doch nochmal rein. Wir gewinnen hier bisher 3-0. Osasuna hat halt ganz früh eine rote Karte bekommen. Deswegen war das eine relativ einfache Partie in der Simulation. Da ist wenig schief gegangen. Und jetzt, wie gesagt, sollten wir dann mit diesem Sieg auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen auf diese Saison, wo wir den Titel gewonnen haben in der Liga, wo wir jetzt wahrscheinlich noch ein Gegentor kassieren, weil ich reingekommen bin. Zum Glück nicht. Aber wo wir eben den Titel gewinnen und jetzt bekommen. Ich darf mich jetzt aber natürlich nicht zu hoch loben, weil man muss ganz ehrlich sagen, dieses Team, bevor ich da war, also nicht ganz dieses Team, weil ich habe ja sehr, sehr viel dazu gekauft, aber Barcelona hat auch letztes Jahr die Liga gewonnen. Also um diese Saison jetzt so richtig speziell zu machen, sollten wir halt schon noch die Champions League gewinnen. Was natürlich auch das große Ziel ist hier mit der Messi Coach to Glory. Also Leute, ich sage euch mal so, wenn wir die Champions League jetzt noch gewinnen und dann im Sommer noch die WM, dann weiß ich gar nicht, was wir noch erreichen wollen in der Karriere. Aber genau das sollten wir halt tun. Also wir sollten halt noch die Champions League dazu holen, weil nur die Liga ist halt nicht besser als letztes Jahr. Aber nur weil man eine Trophäe zweimal gewinnt, heißt es ja nicht, dass man sich nicht drüber freuen kann. Marc-André Ter Stegen beweist das Ganze hier auch nochmal, lässt den Pokal gar nicht mehr los, zeigt ihn den Fans. Und das macht natürlich heiß aufs Finale in der nächsten Episode. Bevor natürlich aber die nächste Episode kommt, schauen wir hier nochmal über die La Liga-Saison drüber. Und wir haben einen Rekord aufgestellt, also wenn ich mich nicht komplett irre. Ich glaube, der Rekord bei Toren lag bei 121 und das hat Real Madrid aufgestellt oder den hat Real Madrid aufgestellt. Wir haben den jetzt geknackt mit der letzten Partie, haben 123 Tore geschossen
Und das ist wirklich völlig geisteskrank. Die Defensive hat sich auch stabilisiert im Verlauf der Saison. Drittbeste Defensive nach Villarreal und Rayo Vallecano zusammen natürlich mit Sociedad und Real Madrid. Am Ende haben wir halt die meisten Punkte, 6 Punkte Vorsprung. Am Ende war es sogar ganz deutlich, vor allem auch 12 Punkte vor Villarreal. Wie gesagt, die sind einfach zum komplett falschen Zeitpunkt komplett eingebrochen. Also die kamen da überhaupt nicht mehr hinterher. Wir holen uns den Titel, vor allem natürlich dank der Offensive, und die hat natürlich 2 Gesichter. Und das ist zum einen Joseph Endao, der sich auch den goldenen Schuh holt. 35 Tore in 36 Spielen. Immer noch brutal, auch wenn es keine 40 oder 50 Tore sind. Vielleicht kommt das in der nächsten Saison. Dahinter ist aber direkt auf den Fersen, so direkt wie man halt Endao auf den Fersen sein kann, Ansu Fati mit 26 Toren vom Flügel. Pedri mit 17 Toren aus dem Mittelfeld auch noch die Top 10 geknackt. Ferran Torres im Vergleich zu seinen 2 Kollegen aus dem NFT bisschen schwach mit 14 Toren, aber ich denke, bei den Torvorlagen wird er dabei sein. Nee, er ist einfach der schlechteste von allen drei, aber das ist auch in Ordnung so. Einen muss es ja treffen. Pedri mit 21 Vorlagen, 17 Tore als Achter. Was ist Pedri für ein Monster? Aber natürlich auch wieder Endao und Ansu Fati. Also unsere Offensive ist halt einfach geisteskrank. Was soll man denn sagen? Die Defensive hat Ter Stegen am Ende auch immer mehr geholfen. 14 Mal zu 0 gespielt. Das ist einfach gut, was die da gemacht haben. Die Saison war einfach ein voller Erfolg in der Liga, auch wenn sie zwischenzeitlich nicht danach aussah. Und jetzt können wir die Saison noch krönen im Großen und Ganzen. Im Champions League Finale gegen Atletico Madrid, wo wir natürlich als Favorit reingehen. Atletico nicht mal in den Top 4 gewesen. Lüge! Lüge, Lüge, Lüge. Aber ein Champions-League-Finale hat natürlich so ein bisschen seine eigenen Regeln. Wenn ihr da heiß drauf seid, lasst natürlich gerne noch ein Like da, lasst auch noch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Schaut mal bei unserem anderen Star vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized.